neues Buch, Die einzige Antwort gegen Impfen. Und dann Impfen als Untertitel, versuchter Mord, versuchter Totschlag, Mord. Und weil ich einfach jetzt seit 40 Jahren bewiesen habe, dass es nicht eine einzige Studie gibt, die beweist, dass eine Impfung sicher und effektiv sein kann. Es gibt mit den Trillionen an Geldern, die ausgegeben wurden, gibt es keine Studie, die beweist, dass es eine Impfung gibt, die sicher und wirksam ist. Können Sie vielleicht speziell noch was zu diesen Gardasil-Impfungen sagen, die man jetzt allen jungen Mädchen verabreichen will? Man hat das Gardasil entwickelt zur Populationskontrolle, das heißt also Bevölkerungskontrolle und Bevölkerungsreduktion, weil es ja die Mädchen alle unfruchtbar macht. Erstens, HPV führt nicht zu Gebärmutterkrebs. Also der Human Papillomavirus führt nicht zu Gebärmutterkrebs oder Gebärmutterhalskrebs. Die meisten Infektionen von HPV beheben sich von selbst innerhalb von 21 Tagen. In 99% aller Fälle. Nur die ganzen Schwächlinge, die sich schlecht ernähren, da ständig wechselnde sexuelle Partner haben und diesen Unsinn, die sind dann so im Immunsystem geschafft, dass die natürlich krank werden. Aber das ist eine andere Geschichte. Das sind einfach nur mehr eine moralische Sache als alles andere. Aber der Gardasil ist dafür entwickelt worden, um die Mädchen alle unfruchtbar zu machen, weil man hat ja 248.000 Fälle hier in den USA in einem Jahr, dass die Mädchen mit der Nadel, Gardasil-Nadel im Körper, während der Impfung gestorben sind oder sofort einen bleibenden neurologischen Schaden gehabt haben, blind geworden sind, Epilepsie und so weiter. Das sind alles Fakten. Und dann hat man natürlich diese Clowns, die alles sagen, ja, der Staat, der würde das ja nicht machen, wenn das schlecht wäre. Dann würde es auch keine Kriege geben, oder sehe ich das falsch? Wenn der Staat nichts machen würde, was für uns alle schlecht wäre. Ihrer Erkenntnis nach, was steht denn da für eine Kraft dahinter, die so etwas entwickelt? Das muss ja eine sehr teuflische Macht sein. Das ist, was wir jetzt hier in den USA New World Order nennen, das heißt also die Zionisten. Und wenn man natürlich dann sagt, dass es alles Juden sind, dann ist man natürlich gleich ein Rassist und man ist alles Mögliche. Nur ich kann Ihnen beweisen, dass die gesamte Finanzwelt und die gesamte medizinische Welt in jüdischer Hand ist. Rothfeld, Rockefeller, die ganzen Medien sind in der Hand von George Soros. Und die Crown von England, das sind 13 Banker, hat nichts zu tun mit der Königin. Crown of England in der City of London sind 13 Banker, jüdische Banker, denen die gesamte Erde gehört, finanziell. Und das sind nur dieselben Puppenspieler, die an den Fäden ziehen. Und deswegen gibt es auch Agenda 21, um uns jeden Freiraum zu nehmen. Die werden uns also in Konzentrationslager packen. Zuerst nennen sie das Großstädte und werden dann also die Neuweltordnung, damit Sie verstehen, die wollen eine Einweltregierung, eine Einweltregion, eine Einweltwährung. Die Einweltwährung ist am Kommen, das ist die digitale Währung. Die versucht Bitcoin und anderen Betrügereien. Über Chips, implantierte Chips. Ja, Zeigefinger und Daumen, 50.000 in Deutschland haben den schon. Jeder amerikanische Soldat hat die, ohne es zu wissen. Mit der Impfung, sie bekommen das automatisch mit der Impfung. Dann wollen die Einweltreligion. Die Einweltreligion ist die Erde. Sie dürfen jetzt nicht mehr pupsen, weil die ganzen Kühe, die also da Gas lassen, die zerstören ja die Ozonschicht angeblich. Und all diesen Unsinn. Das heißt also, wenn Sie auch wissen, dass zum Beispiel ein Naturschutzgebiet ist, nur ein Naturschutzgebiet, weil darunter Öl ist oder Diamanten oder Gold oder Silber oder Erdgas. Und damit wir das nicht nehmen können, nennen die das ein Naturschutzgebiet. Okay. Oder es ist eben da, wo die 14 Millionen deutschen Soldaten und Frauen umgebracht wurden nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem er lange vorbei war. Es gibt Plätze in Deutschland, wo sie nicht bauen dürfen, weil sie da nicht graben dürfen. 4 Millionen Frauen und Kinder sind zu Tode vergewaltigt worden von den Russen und Polen nach Ende des Zweiten Weltkriegs, noch 1-2 Jahre später. Und darüber will man ja nicht reden. Es sind aber alles dieselben Kräfte, dieselben zionistischen Juden haben den Ersten und Zweiten Weltkrieg finanziert. Wir haben Stalin finanziert und Hitler, dieselben Juden. Und Menschen müssen einfach nur die Realität ansehen. Und damit man darüber nicht reden kann, haben sie Gesetze gemacht, dass man nichts Schlimmes sagen darf über die Juden. Und das sind nun mal Fakten. Und deswegen, ich sage es immer und überall, ich sage es auch in meiner eigenen Radioshow, meiner eigenen Fernsehshow, sollen die mich doch mal vor Gericht stellen. Und dann werde ich mit Verweisen kommen, dass der wahrsten Sinne des Wortes die Schädeldecke wegfliegt. Weil ich habe mehr Beweise zusammengetragen in meinem Leben über
Deutschland, das seit 1913 versucht wird, von den zionistischen Juden zerstört zu werden. Deswegen haben sie den Ersten und Zweiten Weltkrieg angezettelt. Und jetzt haben die Juden ja die Invasion des Islam gestartet über George Soros. Der hat ja die ganzen Broschüren gemacht, auch reingeschrieben, was sie sagen sollen, damit sie ja nach Deutschland kommen. Und wir haben nun 2 Millionen islamische potenzielle ISIS oder IS, wie sie es in Deutschland nennen, Soldaten oder Terroristen in Deutschland. 2,2 Millionen. Und 200.000 kriminelle Straftaten pro Monat, Vergewaltigung, Raub und so weiter. Und darüber dürfen sie ja nicht reden, weil das ist ja ganz, ganz schlimm, die Wahrheit zu sagen in Deutschland. Aber wie ist denn der Ausweg daraus? Wir wollen uns ja vor allem mit Lösungen beschäftigen und nicht jetzt den Menschen noch mehr Angst machen. Wir sind sowieso schon so angstbesetzt. Also wie können wir da konstruktiv nach vorne gehen und uns unsere Zukunft aufbauen? Ganz einfach. Ich habe auch gesellschaftlich gesehen. Ja, ich habe seitdem, ich befasse mich seit 40 Jahren damit, weil man mir ja verboten hatte, mit 16 Krebs zu heilen. Ich habe niemals versagt, ich habe jeden geheilt, ich habe es bewiesen, die waren vorher im Krankenhaus, nachher im Krankenhaus und trotzdem hat man es mir verboten. Und seitdem habe ich eben nach legalen Lösungen gesucht. Das eine, ich habe eben herausgefunden, dass alles nur, jede Gesetzgebung kommt vom Papst, kanonisches Recht. Es gibt gar keine anderen Gesetze. Da hat sich ein Papst hingesetzt, aufgeschrieben, hat gesagt, das ist das Gesetz für die Welt. Was absoluter Unsinn ist. Wir brauchen überhaupt kein Gesetz, uns zu beugen. Und das weiß ich heute, deswegen haben wir das UCC, also United Universal Code und so weiter. Aber das habe ich akustisch nicht verstanden, das letzte? Ja, wir haben den UCC, also United Universal or, United Commercial Code. Das heißt also, die ganze Welt geht über den UCC, das heißt also über das Handelsrecht. Okay. Ist alles nur Angebot und Akzeptanz des Vertrages. Ja. Und deswegen sagt der Polizist, kann ich mal Ihren Führerschein sehen? Nein, können Sie eben nicht, weil ich Ihr Angebot zum Vertrag nicht annehme. Und damit endet das dann. Aber ich will Ihre Zuschauer nicht zu weit nach draußen drücken, sondern gangbare Lösung. Ich habe die Instinct-Based Medicine, die IBMS Master Society gegründet, wo sich Mitglieder gegenseitig helfen und unterstützen, weil wir sind nur in der Masse stark. Ja. Und wir können, wenn Sie jetzt auf, überlegen Sie mal, Sie sehen auf ein Feld, mit einem Farben, Feld eines Bauern. Und jetzt sagen Sie sich, ich muss den ganzen Dreck bereinigen, ich muss jetzt eine Schaufel nehmen und den ganzen Dreck wegmachen, damit ich was bauen kann. Das geht natürlich nicht. Was macht der schlaue Bauer? Der macht ein Saatgut in die Erde und dann das Saatgut wächst durch die Erde durch und drückt den Dreck einfach hinweg und kümmert sich überhaupt nicht darum, was mit dem anderen genau. Dreck. Schönes Bild, sehr schön. Genau das ist das, was wir machen. Das heißt also, wir müssen uns gegenseitig beschützen. Wir müssen uns gegenseitig stützen. Mhm. Ich habe sehr, sehr viele Menschen um mich herum. Wir bekommen 7200 E-Mails pro Tag. Und pro Tag. So Menschen haben überhaupt gar keine Ahnung davon, was das für eine Masse ist. Mhm. 143 Leute, die nur erstmal schnell vorab was beantworten. Mhm. Und wenn man jetzt sieht, wie viele Menschen auf einmal offen sind, wie viele Menschen verstehen, dass die BRD eine GmbH ist und dass man ihnen nicht vorschreiben kann, dass es das Grundgesetz nicht mehr gibt, es gibt keine Verfassung. Alles das ist seit Jahren nicht mehr aktuell. So, und wenn man jetzt aber nach Lösungen sucht, dann finden wir mehr und mehr Menschen, die wieder im Tauschgeschäft, im Tauschhandel sind. Wir haben Freunde oder Mitglieder, wo die wirklich in Honig und in Eiern handeln. Das heißt also, ich gebe dir so und so viel meiner Hühnereier und du gibst mir so und so viel von deinem Honig. Und das hat dann auch den Vorteil, dass man legal natürlich mit dem Finanzamt nichts zu tun hat. Und auf der anderen Seite wissen wir so viel. Wenn ich zum Beispiel, wir haben jeden zweiten Dienstag einen Trainingsanruf und die sind also alle live dabei, die ganzen Mitglieder. 27.000 Mitglieder von 151 Ländern. 6.000 allein in Deutschland. Wenn ich sage, hat einer von euch eine Ahnung, was der beste Wasserfilter ist, dann sehe ich auf meiner E-Mail auf einmal 40, 50 Antworten einprasseln. Und all diese Leute haben es ausprobiert, haben wissen, wo man den günstigsten und sichersten Honig bekommt, wo man organisches Essen bekommt, wo man kolloidales Silber, was alles heilt. Kolloidales Silber heilt alles. Deswegen hat Rockefeller das 1913 illegal machen lassen. Nachdem Rockefeller alle chemikalischen Fabriken aufgekauft hat, hat er das kolloidale Silber, weil er gesagt hat, es heilt alles, illegal machen lassen. Das ist heute noch illegal in der Anwendung, in der Praxis. Mhm. Wir können es aber aus
Forschungszwecken selbst benutzen. Und die kannst du kaufen als Desinfektionsmittel. Es heilt alles, auch AIDS und so weiter, also HIV-Infektion, jede Grippe. Deswegen weiß ich gar nicht, warum Menschen so eine Angst haben vor einer Grippe oder einer Erkältung. Und sie brauchen H2O2, also Hydrogen Peroxide, ich weiß nicht, wie es in Deutsch heißt, H2O2, Wasserstoffperoxid heißt es in Deutsch. Koloniales Silber und jede Infektion ist in 3 Tagen weg. Kann jeder selber ausprobieren, kostet auch nicht mal was. Es ist so billig, eine Maschine kostet 80 Euro und dann können Sie Silber machen für den Rest Ihres Lebens. Und wenn man jetzt von Lösungen spricht, dann spreche ich von Lösungen in meinen Erfolgsseminaren, meinen Motivationsseminaren, wiederhole ich wieder und wieder und wieder. Erfolg ist nichts weiter als das Resultat aus effektivem Teamspiel. Nichts anderes. Wenn wir nicht zusammenhalten und uns gegenseitig beschützen, uns gegenseitig ausbilden, ich kann doch auch nicht alles wissen, aber ich kenne Leute, die alles wissen. Zumindest in diesem Bereich, in dem die Frage ankommt. Und dann habe ich für meine Mitglieder wieder die Antworten. Oder die helfen sich untereinander. Und wir sind gar nicht in der Mitte im Prinzip. Wir haben eigene Treffen in der Schweiz, Österreich und Deutschland, wo die Gedanken austauschen, Ideen austauschen. Und so kann das jeder machen. Die brauchen mich dazu nicht. Jeder kann anfangen, in seiner Nachbarschaft zu sagen, was weißt du, was kannst du, was willst du machen? Wollen wir zusammen was machen? Und das, wenn wir von Lösungen ausgehen, jeder Krebs kann meiner Meinung nach geheilt werden in 2 bis 6 Wochen, manchmal 16 Wochen, aber es ist nur der Heilungsprozess, der so lange dauert, der Krebs ist in 2 Wochen weg. Und wenn Menschen verstehen, dass der Tumor ist die Heilung, dass der Tumor sie am Leben erhält, das heißt also, wenn der Körper so toxisch ist, dass wir daran sterben würden, an der Selbstvergiftung, an der Eigenvergiftung, macht der Körper einen Sack und stopft das ganze Gift da rein und schließt es dann zu, sodass es uns nicht mehr vergiften kann. Und das nennen die dann einen Tumor. Und dann kommen die Idioten von der Medizin und stechen da mit der Nadelbiopsie rein. Und dann natürlich kommt das ganze Gift in den Körper, konzentriert. Und dann hat die Person einen sehr schnell wachsenden, sehr aggressiven Krebs. Den haben die denen gegeben. Auch durch Mammografien und Kolonoskopien, dadurch bringen die Menschen um. Es gibt keine Früherkennungsmethode, die jemals einen Krebs verhindert hätte. Nicht eine. Je eher sie diagnostiziert werden, umso eher fangen sie an zu sterben, weil dann fangen die eher an ihn rumzuschneiden und sie zu vergiften und zu verstrahlen. Man kann heute nicht mehr darüber hinwegsehen, weil jeder hat in seiner Familie Krebskranken gesehen, die durch die Medizin umgebracht wurden. Jeder hat in der Nachbarschaft jemanden gesehen. Und wenn Sie jetzt ins Internet gehen, alleine die Erfahrungsberichte, was Leute darüber berichten, was mit ihren Lieben geschehen ist, mit der ärztlichen Behandlung, der medizinischen Behandlung. Oder Sie sehen sich einen Krebspatienten an, der ins Krankenhaus geht, vor der Chemotherapie. Sieht aus wie ein ganz normaler Mensch. Und 3 Tage später sieht der Mensch aus wie 80 und ist nicht mal mehr ein Schatten von sich selbst. Und wenn wir dann mal unseren Instinkt wieder benutzen würden und uns sagen würden, das kann doch wohl nicht richtig sein, dass wenn du deine Energie am meisten brauchst, wenn du deinen gesunden Körper am meisten brauchst, dass du dann so zerstört wirst. Und das ist ja in sich selbst absurd. Und wenn man weiß, Entgiftung. Otto Warburg und Max Planck haben den Nobelpreis der Medizin bekommen Anfang des 19. Jahrhunderts, dass sie bewiesen haben, dass Krebs in einem alkalischen, sauerstoffreichen Milieu nicht existiert oder wachsen kann. Ist die leichteste Sache der Welt, den Körper alkalisch und sauerstoffreich zu machen. Und das ist dann quasi über Nahrung oder was empfehlen Sie da sonst noch? Atemübungen? Das, was am meisten übersäuert, ist Stress. Es gibt nichts, was den Körper mehr übersäuert. Weil ich habe ja ursprünglich einmal angefangen als Experte für Burnout-Syndrom, Management-Erkrankungen und stressbedingte Erkrankungen. Und dadurch bin ich eigentlich berühmt und bekannt geworden und dadurch habe ich auch die ganzen großen Firmen trainiert. Ich habe ja fast jede riesige Weltfirma trainiert oder die CEOs, also die Geschäftsführer, die Besitzer. Und deswegen ist es ja so besonders wichtig. Ich habe ja auch für die AOK-Programme gemacht, aber große Dankschreiben, alles Mögliche. Für die AOK sogar? Oh ja, bis die rausgefunden haben, dass es funktioniert, was ich tue. Und dann haben sie den Menschen, natürlich, ich glaube, sie haben mich sogar rausgeschmissen.
der mich da angebracht hatte damals. Und ich hatte große Programme für die AOK, bin auf AOK-Zeitschriften, ganz groß auf der Titelseite. Und dann haben sie gemerkt, wow, das funktioniert ja, was der macht, und die werden alle gesund. Das können wir natürlich nicht haben. Weil die Krankenkassen gehören ja zusammen mit der Pharmaindustrie, die schieben sich ja gegenseitig nur das Geld zu. Und deswegen, also wenn Menschen Krebspatienten zu heilen, das Einfachste in der Welt. Sie ernähren sich nur mit Rohkost, machen 21 Tage nur frisch gepresste Säfte, dann nehmen sie Turmeric, Zinkkapseln, Graviola, frisch die Frucht oder als Tropfen oder Kapseln, Zimt mit Honig oder wie Dr. Tullio Simoncini, der große Onkologe in Rom, sagt, Krebs ist ein Pilz, was auch wahr ist. Wenn Sie den alkalisch machen, fällt er auseinander, fällt der Tumor sofort auseinander, Sie können zugucken. Und er benutzt einfach nur, wir nennen das hier Baking Powder, aber es ist nicht Backpulver im Deutschen, sondern es ist Natron. Und Sie nehmen Ahornsirup, organischen Ahornsirup, 2 Esslöffel, machen 1/2 Teelöffel Natron rein, machen es in die Bratpfanne, alkalisieren, also karamellisieren das. Aha. Und weil der Krebs ist ja Zucker. So, und jetzt saugt der Krebs natürlich sofort den Ahornsirup auf, aber mit dem Ahornsirup kommt ja das alkalische Natron und auf einmal verschwindet der Krebs. Es ist also ein trojanisches Pferd. Und Dr. Simoncini in seinem Buch Krebs ist ein Fungus, also Cancer Fungus, also ein Pilz, hat das ganz eindeutig dargelegt. Und wir haben auch gerade im April zusammen gesprochen in Kassel. Unglaublicher Mann. Und wenn man also versteht, dass ich alleine weiß über 400 Krebsheilungsmethoden, die alle zu 100% funktionieren, ohne Nebenwirkungen. Und es gibt ja nicht nur mich, es gibt Tausende oder Zehntausende von Menschen. Gerson, Dr. Gerson mit der Gerson-Therapie, Charlotte Gerson, die jetzt weitermacht für ihn in Mexiko. Also sind natürlich alle vertrieben worden, ist ja klar. Sie sind alle irgendwo in Mexiko oder auf irgendeiner karibischen Insel. Wir bauen jetzt auf 22 Hektar in Tobago ein riesiges am Strand Gesundheitszentrum, wo wir komplett frei sind von Gesetzen, die haben wir schriftlich von der Regierung. Und es ist also ganz, ganz interessant, dass auf der einen Seite die armen Länder mehr gesundheitsorientiert sind als die Reichen, weil die leben ja alle von der Pharmaindustrie. Mhm. Und auf der anderen Seite sehen sie sich Putin an. Er ist einer der schlauesten Politiker aller Zeiten. Mhm. Er hat GMO-Verbot, also genetisch modifiziertes Saatgutverbot, physische Hauptursache für Krebs. Er hat gerade einen Bericht rausgegeben, Impfungen sind nur dazu da, um die westliche Welt zu versklaven. Der hat einiges verstanden. Der weiß genau, um was es geht. Und der wird die Welt jetzt ohnehin in den nächsten 4 Monaten richtig wachrütteln. Und nur mit Wissen. Die Leute denken, der dritte Weltkrieg, es sind Atomwaffen und Panzer, ist Wissen. Der dritte Weltkrieg ist Wissen. Und wir müssen eben auch die Gesetze ändern. Also Merkel muss weg, das ist das Allererste. Und dann brauchen wir Gesetze, dass jeder, der sich nicht dem Gesetz entsprechend verhält, hat das Land sofort zu verlassen, wenn er nicht in dieses Land gehört. Man kann nicht Merkel und Konsorten verbieten, den Medien die Wahrheit darüber zu berichten, über Vergewaltigungen und Raub und so weiter. Und das basiert natürlich alles auf dem Konzept, das die Juden erstellt haben. Und das kommt ja alles von George Soros, diese ganze Invasion der Moslems. Und das ist eben so die Hauptproblematik, wo man die loswerden muss. Das heißt also, wenn sie sich nicht anpassen, die sind ja, wenn man entweder ist man ein Gast oder man ist ein Besetzer. Und als Gast verhält man sich, wie die Menschen im Gastland sich verhalten und nicht als Besetzer. Man lernt die Sprache, man lernt die Kultur und man passt sich an. Und sonst soll man einfach bleiben, wo man hergekommen ist. Mhm. Und deshalb hat nichts mit Rassismus zu tun, glauben Sie mich, ich habe mehr schwarze, asiatische Freunde als jeder andere Mensch, den ich jemals kennenlernen werde. Weil durch meinen Kampfsport, ich habe Freunde überall auf der Welt. Und ich habe viele jüdische Freunde. Mein bester Freund Moshe ist mit seiner Frau ist Jude, mit seinen 8 Kindern. Das sind alle meine Freunde. Und ich möchte das deshalb sagen, weil wenn man Menschen vor den Kopf schlägt, wenn man sagt, das sind alles Juden, die das machen, dann sagen die, das ist ein Rassist und ach, der ist ja ganz schlimm und ein Nazi.
Und wenn man dann aber weiterredet und die dann auch zuhören, die ganz dumm sind dann schon weg, aber die brauchen wir ohnehin nicht und ich überzeuge keinen mehr. Aber wenn man den erstmal vor den Kopf schlägt, so wie ich das mache, auch mit meinen Patienten, dann hören die auf einmal zu. Mhm. Und nicht in diese Mitleid und Selbstmitleid und alle sind Menschen. Nein, es sind nicht alles Menschen. Ein Mensch, der ein 8-jähriges Kind vergewaltigt, zerstümmelt, zerstört, tötet, ist kein Mensch. Es ist ein Tier, ganz einfach. Und so schmeißen die dann alle in einen Topf. Es sind alles Menschen. Nein, es sind nicht alles Menschen. Hm. Wenn man das wirklich durchdenkt, wie Kollegen von mir das gemacht haben, Psychologen und so weiter, die sagen, diese Massenmörder sind doch keine Menschen. Du kannst die doch nicht, die diese ganzen Kinder umgebracht haben, oder damals Bartsch in Deutschland und diese ganzen furchtbaren Massenmörder, das sind doch keine Menschen. Nur wenn ich gezwungen werde, von der Politik zu sagen, das sind Menschen, und die als Menschen zu behandeln, während die sich weiter wie Tiere verhalten, dann gibt es natürlich keine Lösung und keinen Weg nach draußen. Mhm. Und so ist das in der Medizin auch. Solange, wie man an einem Patienten, an einem Krebspatienten 1 bis 14 Millionen Euro verdient, wird das nicht besser. Wir wollen jetzt ich will Ihnen das als allererstes servieren. Ich sitze auf einem verstreckbaren Titel von 100 Milliarden Euro gegen die EU. Wir werden das Geld davon benutzen, ein Zentrum zu bauen, in dem alle Krebspatienten der Welt kostenfrei und umsonst behandelt und geheilt werden. Großartig. Es wird einen Pfennig bezahlen. Und es wird gigantisch sein und mit 100 Milliarden Euro können wir das möglich machen, ohne dass es irgendjemand stört, weil in dieser Welt zählt nur Geld. Und wenn Sie genug Geld haben, können Sie machen, was Sie wollen. Und das soll dieses Zentrum in Tobago sein oder wo soll das? Nein, da machen wir das jetzt erstmal, sodass wir den legalen Hintergrund haben. Ich muss jetzt erstmal die 100 Milliarden von der EU bekommen, ohne umgebracht zu werden. Alle anderen Menschen, die das zuvor gemacht haben, sind umgebracht worden. Und deswegen sind wir jetzt erstmal dabei, eine Struktur aufzubauen und den Menschen klarzumachen, wofür wir das Geld benutzen werden und was wir damit machen werden, bevor ich das einverlange. Und das geht dann auch direkt in eine Stiftung, sodass ich das Geld gar nicht habe, nicht sehe. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich will an kranken Menschen kein Geld verdienen. Ich verdiene genug Geld an Beratungen und an Motivationstraining und so weiter. Ich habe 143 Firmen. Ich brauche kein Geld von kranken Menschen. Das ist ja immer diese, oh ja, der will auch nur Geld verdienen. Ja, aber nicht, natürlich, aber nicht an kranken Menschen. Yeah. Ich habe ein Deal mit Gott gemacht. Ich habe zu Gott gesagt, als ich 12 Jahre alt war, wenn du mir hilfst, meine Mutter zu heilen, verbringe ich den Rest meines Lebens damit, anderen Menschen, anderen Müttern oder Vätern dabei zu helfen und den Kindern nicht das durchmachen zu müssen, was meine Mutter und ich durchmachen musste. Mm-hmm. Und das ist eben, was ich einhalte. Ich würde niemals an kranken Menschen Geld verdienen. Und deswegen, wenn jemand sagt, oh, der will auch nur Geld verdienen, ist alles nur Geld. Nein, das kann ich beweisen. Dass jede müde Mark, die ich verdiene an Büchern über Gesundheit, geht in Stiftungen, in eine Krebspatientenstiftung und. Krebspatientenadvokatstiftung, Gesundheit für Kinder und so weiter. Das Geld von meinen Erfolgsbüchern oder Motivationsbüchern, das ist mein Geld. Davon nehme ich. Aber es nicht eine müde Mark, nicht einen Pfennig, den ich an kranken Menschen verdiene. Und das würde ich niemals tun. Sagen Sie, Sie haben mich ja jetzt neugierig gemacht, dieser verstreckbare Titel gegen die EU. Um was handelt es sich denn da? Das kann ich Ihnen so nicht richtig sagen, weil dann der Mensch umgebracht wird, der in der Mitte steht. Verstehe. Und sobald das aber, ich bin gerne bereit, wieder da zu sein und Ihnen das auch in die Kamera zu halten. Sobald ich weiß, dass die Leute sicher sind. Wir haben zum Beispiel einen Anwalt, Herrn Putzhammer, hat man mit Polizeigewalt aus seinem Haus geschmissen, mit Kindern und Frau auf die Straße geschmissen. Mhm. Und der versteckt sich jetzt in einem anderen Land und lebt bei Freunden, weil man ihm auch die ganzen Bankkonten und alles weggenommen hat. Ich muss das im Interesse der Menschen, die dahinter stehen. Ich kenne keine Angst. Meine Leibwächter sind direkt aus Afghanistan wiedergekommen. Die waren die Leibwächter von General Petraeus. Und ich bin ein bisschen anders strukturiert als die meisten anderen kleinen Mädchen. Und das geht also bei mir ganz anders lang. Und das haben eben verschiedene Leute, die mir gedroht haben, auch festgestellt, dass wenn sie mir drohen, die haben gar keine Ahnung, mit wem sie sich da anlegen.
Und nur die Menschen, die ich von hier aus nicht beschützen kann, die sind eben in Gefahr. Und sobald ich das jetzt so strukturiert habe, dass sie sicher sind, oder der Bekanntheitsgrad dieser Angelegenheit so hoch ist, dass die ganzen Krebspatienten sagen, gib ihm das Geld. Weil ich will es ja nicht haben. Ich stehe nicht mehr in der Mitte. Ich bin kein Vorsitzender, gar nichts. Ich habe nur das Programm fertig gemacht und ich habe den vollstreckbaren Titel überschrieben bekommen von 100 Milliarden Euro. Und theoretisch kann ich von jedem einzelnen Land der EU diese 100 Milliarden Euro einklagen. Und also um das zu erklären, dieser Titel ist an jemanden ausgestellt worden, den man gefoltert hat, misshandelt hat, missbraucht hat, versucht hat, mehrfach umzubringen, der mehr Narben auf dem Körper hat als die Haare auf dem Kopf, weil ich habe ja keine mehr, aber sie haben ja noch Haare auf dem Kopf. Und dieser Mensch hat es erfolgreich durchgeklagt und ich habe eben dieses Gerichtsurteil, den vollstreckbaren Titel, den er mir überschrieben hat, weil er eben Angst hat, dass er umgebracht wird, wenn er diesen Titel einklagt. Aber wir kommen da schon hin und dann gibt es keine Krebspatienten mehr in der Welt. Zumindest alle, die uns dann in Deutschland, Österreich und Schweiz erreichen können, werden kostenfrei dort behandelt vor Ort. Es gibt großartige Vision, großartiges Vorhaben. All meine Unterstützung und meine besten Wünsche dafür. Wir tun mit dieser Konferenz unser Bestes, eben das so weit wie möglich zu streuen, das Wissen und ihr Wissen da unter die Menschen zu bringen. Und letztendlich liegt es dann auch an jedem selbst, die Verantwortung zu übernehmen und die Dinge umzusetzen, ja, und aufzuhören, scharf zu sein, was nur folgt, ja, der Masse folgt. Das ist, glaube ich, die Herausforderung der Stunde. Und ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Dr. Colville, dass Sie da so mutig kein Blatt vor den Mund nehmen und alle Dinge ansprechen. Ich finde das großartig und ich bin sehr stolz, dass Sie mir dieses Interview gegeben haben, so beschäftigt wie Sie sind und so viele tausende Mails, wie Sie erhalten. Also ich freue mich sehr darüber und ja, und gemeinsam werden wir das schaffen. Also ich glaube zutiefst daran, dass wir vor sehr großen, sehr guten Umwälzungen stehen, die uns in eine Richtung bringen, wo jeder die Möglichkeit hat, ein gesundes, langes Leben zu führen. Ja. Sehen Sie, Sie haben es richtig gesagt, gemeinsam werden wir es schaffen. Der menschliche Geist hat sich ungefähr vor 3 Jahren umgestellt. Ich habe alles das, worüber die Gesundheitsapostel heute reden, vor 40 Jahren schon in Büchern publiziert, mit ISBN-Nummer und so weiter. Ich kann alles beweisen. Die kommen alle jetzt raus und sagen, sie haben es gerade entwickelt. Nein, nein, ich habe es vor 40 Jahren schon publiziert. Und wenn Sie jetzt verstehen, dass ich der Professor Linus Pauling war, auch einer der Rufer in der Wildnis. Wir waren ziemlich einsam und allein. Und 30 Jahre lang hat man gelacht und sich Witze gemacht und uns angegriffen. Und interessanterweise heute, und das hat ungefähr vor 3 Jahren angefangen, reden sie alle ganz genau das, was wir seit 40 Jahren sagen. Und auf einmal haben wir Unterstützung wie niemals zuvor. Ich habe, schön. Wenn man überlegt, dass Menschen sich hinsetzen und meine Videos auf 9 verschiedene Sprachen übersetzen, von denen ich nicht mal weiß, dass sie es tun, dass die so überzeugt sind von dem, was ich sage und was ich tue. Wenn man weiß, dass meine Webseite drleonardcolville.com die meist aufgesuchte Gesundheitswebseite der Welt ist. Ich bin in den 0,5% aller Webseiten der Erde mit meiner Webseite. Und die deutsche drleonardcolville.de ist erst seit 9 Monaten da und ist auch schon in den ersten Prozent von allen Webseiten. Toll. Man sieht also, ich sage das deshalb, dass wir so viele Menschen haben, die an uns glauben. Wir haben so viele Menschen, die sagen, wie kann ich helfen, was kann ich tun? Wir haben so viele Menschen, die mich angeschrieben haben, kann ich ihre Programme auf Deutsch übersetzen? Und es ist einfach phänomenal. Aber sehen Sie, es sind Engel wie Sie, die mein ganzes Leben lang da waren, wenn es notwendig war oder wenn ich am einsamsten war oder am verletztesten war, am zerstörtesten war, die dann da waren und die Botschaft weitergetragen haben und mir Mut gemacht haben.
Und so ist es auch mit allen anderen Kollegen. Ich kann Ihnen Geschichten von Kollegen erzählen, da fangen wir beide an zu weinen. Ja. Aber sind Sie Engel wie Sie, die den Mut haben, so etwas an die Öffentlichkeit zu bringen, die den Mut haben, die Wahrheit zu sagen, die den Mut haben, sich mit diesem Thema zu befassen. Es ist jetzt interessanterweise in den letzten 6 Wochen, ich denke, das 18. oder 19. Interview dieser Art in deutscher Sprache. Und nur eben andere Bereiche. Nicht? Also jetzt, im Bereich ist jetzt Krebs, aber Menschen sprechen eben auch über die Ökonomie und über finanzielle Freiheit und so weiter. Aber Menschen wollen Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Und Sie haben die Größe, ihnen das zu liefern. Mhm. Es ist doch nicht so, dass Sie oder ich etwas für andere tun können. Wir können nur servieren, wie Essen. Wir können die nicht Essen machen. Wir können denen ein wunderbares Essen auf den Tisch stellen und sagen, hier. Genau. Aber essen müssen die allein. Genau. Und das ist eben das, wo Sie auf dem richtigen Weg sind, wo wir alle von Mensch zu Mensch tätig sind. Und wo ich immer damit beginne, ich habe eben gelernt, wenn man nur nett ist und höflich und freundlich, hört Ihnen keiner zu. 3 Minuten schlafen die ein. Deswegen komme ich immer mit der Schaufel und schlage denen erstmal ins Gesicht mit allen möglichen provokativen Dingen, sodass sie darüber nachdenken, wie kann ich jetzt diesem Spinner beweisen, dass er Unrecht hat. So, und dann habe ich einen Fuß in der Tür. Wenn sie darüber nachdenken, dann ist es doch nur noch logisch. Es ist doch nur normaler, gesunder Menschenverstand. Mhm. Mehr ist es doch gar nicht. Meine Großmutter wusste mehr über Gesundheit als jeder Arzt, den ich jemals kennengelernt habe. Sie hat durch den Zweiten Weltkrieg gebracht, 50 Jahre lang Krankenschwester und Hebamme gewesen. Sie können sich gar nicht vorstellen, was meine Großmutter alles gewusst hat. Und das ist eben etwas, wo ich immer zugehört habe. Bei Menschen, Resultate produzieren, bei guten Menschen, bei netten Menschen, bei höflichen Menschen. Und als Flüchtling aus Ostpreußen 8 Kinder durch den Zweiten Weltkrieg zu bringen, während mein Großvater im Nazi-Konzentrationslager war, das ist nicht die einfachste Übung. Und deshalb ist es eben so, wenn man einfach nicht aufgibt. Wenn die Menschen sagen, was ist die Heilung für Krebs? Nicht aufgeben. Einfach alles tun, was immer möglich ist, versuchen, probieren, davon zu lernen, es klappt, gut, weitermachen. Es klappt nicht, was anderes machen. Mhm. Und weitermachen und weitermachen und weitermachen. Weil erfolgstechnisch, Erfolg ist das Endresultat, von einmal mehr aufzustehen, als das Leben einen niederschmettert. Ja. Und sich bewusst auch mit Menschen umgeben, die den Weg schon vorgegangen sind, die Erfahrungen gemacht haben und sich bewusst in so ein positives Feld begeben. Ja. Und das ist auch ganz wichtig und das ist auch eines dieser Anliegen mit der Konferenz, dass man dieses Feld eben verstärkt von Menschen, die das erfolgreich geschafft haben. Wir haben über die Hälfte der Interviewpartner und Interviewpartnerinnen haben ihre eigene Heilungsgeschichte, die sie uns erzählen. Ja. Und das ist so wertvoll, dass die Menschen einfach Beispiele haben und sehen. Wir sind ja der Beweis. Mhm. Wir sind der beste Beweis, dadurch, dass wir da sind. Mhm. Ich habe persönlich jede Krankheit gehabt, die ich nur vorstellen kann. 7 Jahre lang jedes Organ entzündet. Ich habe seit dem 7. Lebensjahr Gallensteine gehabt. Jedes Mal, wenn ich etwas gegessen habe, bin ich vom Tisch gefallen mit einer Gallensteine, mit einer Gallenkolik. Ich habe eine akute Bronchitis gehabt, 2 Jahre lang, wo ich fast erstickt bin, jeden Tag. Ich habe 5000 Stunden in meinem Leben im Zahnarztstuhl verbracht. Ich habe mehr Operationen hinter mir, als man sich nur denken kann, wenn Sie meine Mutter fragen, ihren Bauch aufzuzeigen. Meine Mutter ist eine einzige Narbe. Und es geht immer weiter. Und es gibt immer Hoffnung. Solange wie wir an uns selbst glauben und solange wir uns nur mit den Menschen abgeben und umgeben, die es verdienen, ich versuche niemals mehr jemanden zu überzeugen. Dazu ist mein Leben zu kurz und meine Energie zu schade. Aber ich werde jedem Menschen helfen, der sagt, ich bin bereit zu tun, was immer notwendig ist, sag mir, was ich tun soll. Und das sind die Patienten, mit denen ich meinen Tag verbringe, meine Zeit verbringe. Und das sind eben die Menschen, so wie Sie jetzt, die nach Lösungen suchen und den Menschen Lösungen bieten. Wir können es für die nicht tun, aber wir können es anbieten. Großes Dankeschön an Sie. Alles Gute. Viel Segen für Ihr Wirken. Vielen, vielen Dank. Machen Sie so weiter. Behalten Sie den Mut. Tschüss. Tschüss.